Willkommen zum Duell zur Wahl von Jugend prägt, wo junge Politiker über eure Themen diskutieren. Jetzt geht es über ländliche Räume, gerade in Thüringen von großer Bedeutung, und wir wollen darüber diskutieren, welche Rolle sie in Zukunft einnehmen sollten in Thüringen. Mit dabei sind Laura Wahl von den Grünen und Georg Buder von den Linken. Wir fangen an mit Laura, du hast wieder 30 Sekunden Zeit, euer Programm zum Thema ländliche Räume kurz vorzustellen. Ja, der ländliche Raum steht aufgrund der demografischen Entwicklung vor großen Herausforderungen, aber mit sinnvollen Investitionen können wir das Leben und die Gemeinschaft auf dem Land stärken. Als Grüne machen wir uns für eine Mobilitätsgarantie stark, damit auch in jedem Dorf der Bus regelmäßig fährt. Wir wollen den Breitbandausbau voranbringen und auch Vielfalt und Akzeptanz im ländlichen Raum fördern und nicht zuletzt Gemeinschaftshäuser als multifunktional nutzbare Orte der Daseinsvorsorge in allen Ortschaften fördern. Danke, Laura. Und Georg, du bist dran. Genau. Also die Stärkung des ländlichen Raums ist eine der zentralen Zukunftsfragen jetzt für die nächsten Jahre. Das heißt, wir müssen schauen, wie können wir den ländlichen Raum stärken und attraktiver gestalten. Und da spielt zum Beispiel rein, regionale Wirtschaftskreisläufe zu stärken. Das heißt zum Beispiel, wie können wir den regionalen Bauern mit dem lokalen Kindergarten vernetzen. Da spielt rein, dass wir Freiräume, vor allem selbstverwaltete Freiräume für junge Menschen stärken. Da spielt rein, dass wir gemeinschaftlich organisierte Dorfläden stärken oder zum Beispiel auch den Breitbandausbau oder Mobilität stärken. Ihr habt jetzt über viele Maßnahmen gesprochen. Jetzt ist aber schon so, dass gerade viele Kommunen vor Ort quasi chronisch knapp bei Kasse sind und dadurch natürlich auch der ÖPNV, aber auch Schwimmbäder leiden. Wenn wir einerseits schon vor Ort diese Probleme haben und ihr allerdings noch mehr Maßnahmen versprecht, wie wollt ihr das denn finanzieren? Also ich glaube, gerade im ÖPNV ist das Land auch stark in der Pflicht, da genügend Mittel reinzugeben. Wir merken, dass wir mit der Klimakrise stehen wir gerade vor großen Herausforderungen und die Verkehrswende ist einer der Bereiche, wo wir einfach maßgeblich was ändern müssen. Und dazu gehört eben, dass wir Mobilität auch im ländlichen Raum ermöglichen. Und dazu gehört, dass wir genug Finanzen bereitstellen, damit eben Busse nicht nur zweimal am Tag fahren, sondern als Grüne wollen wir uns in der nächsten Legislatur für ein Mobilitätsgesetz einsetzen, womit festgelegt wird, dass Busse in jedem Ort in Thüringen mindestens alle 2 Stunden, möglichst auch sogar jede Stunde fahren. Georg, wie habt ihr es, wenn es um die Mobilität geht? Also ich glaube erstmal ganz grundsätzlich ist ein Punkt, das hat Laura auch schon angesprochen, dass die Kommunen mehr Geld brauchen. Das ist jetzt in dieser Legislatur auch schon passiert. Da haben die Kommunen tatsächlich deutlich mehr Geld von der Landesebene zur Verfügung gestellt bekommen, auch für ganz verschiedene Bereiche. Und bei der Sache Mobilität ist ein ganz großes Problem. Es gibt in ganz vielen Regionen ganz kleine Nahverkehrsverbünde, die kochen so ein bisschen ihr eigenes Süppchen. Das heißt, die Perspektive muss eigentlich langfristig sein, dass wir das schaffen, einen einheitlichen thüringweiten Nahverkehrsverbund hinzukriegen, um dann dahingehend zu schauen, dass einerseits ÖPNV gestärkt wird vor Ort, also das heißt, dass die Busse tatsächlich öfters fahren, auch an die Bedürfnisse der Menschen angepasst werden und dass wir es natürlich irgendwie auch hinkriegen, dass es bezahlbar bleibt oder bezahlbar wird. Und da finde ich die Idee des fahrscheinfreien ÖPNV eigentlich eine ganz charmante Idee. Georg hat den fahrscheinfreien ÖPNV angesprochen. Würdet ihr auch so weit gehen? Prinzipiell in den Städten kann man das probieren, aber ganz viele Studien sagen, dass damit Leute den ÖPNV nutzen, ist eigentlich nicht der Preis entscheidend, sondern es ist die Qualität, es ist, dass der ÖPNV pünktlich ist. Und deswegen finde ich, für den ländlichen Raum in Thüringen ist ticketloser Nahverkehr noch gerade Zukunftsmusik, weil wir erstmal dafür sorgen müssen, dass überhaupt ein Angebot herrscht, dass ein Bus fährt, dass Strecken, die in den letzten Jahren stillgelegt worden sind, reaktiviert werden. Da müssen wir erstmal ganz, ganz viel in die Qualität investieren, in mehr Kapazitäten investieren. Und dann können wir, glaube ich, darüber reden, ob wir den ÖPNV in ganz Thüringen kostenlos machen, auch wenn ich das auf jeden Fall charmant finde. Aber wie gesagt, erst Qualität und Ausbau und dann eben den Preis. Wie habt ihr es mit der Finanzierung? Also es gibt ja verschiedenste Studien, die das äußerst kritisch sehen, einen kostenlosen ÖPNV umzusetzen. Wie stellt euch die Finanzierung des Ganzen vor? Na, ich glaube, das ist erstmal eine relativ komplexe gesellschaftliche Gesamtrechnung, die da aufgemacht wird. Also wenn wir jetzt irgendwie schauen, die Innenstädte, vor allem jetzt in den größeren Städten, die sind halt auf Autos ausgelegt. Also da gehören irgendwie Parkhäuser dazu, da gehören riesig breite Straßen dazu, die erhalten, ausgebaut, renoviert werden müssen. Da spielt eine ganze Menge mit rein. So, wenn man jetzt irgendwie schaut, okay, wir versuchen das, was jetzt gerade alles auf der Straße stattfindet, eher auf dem ÖPNV zu verlagern, also das ist eine Frage von gewaltigen Summen.
Und also natürlich wird es Geld kosten und Laura hat auch recht, wenn sie sagt, dass wir erstmal in die Qualität investieren müssen. Aber langfristig ist es natürlich auch eine klimatische, soziale Frage. Wo wollen wir als Gesellschaft hin und ja, wo legen wir die Schwerpunkte? Es gibt ja auch, letztes Jahr ist so eine Studie rausgekommen, die sagt, dass es eigentlich sinnlos ist, noch in die ländlichen Räume zu investieren, dass sich eigentlich die Investitionen viel mehr auf Städte konzentrieren sollten, weil dort der Wirtschaftsmotor ist und ja letztendlich in den ländlichen Räumen Investitionen zum Versickern. Klar, die Studie wurde viel kritisiert, aber ich meine, Wirtschaftswissenschaftler kamen zu dem Schluss. Wie geht ihr mit solchen Forderungen aus der Wissenschaft um? Also prinzipiell stimmt es ja, dass Leute, die in der Stadt leben, einen tendenziell kleineren ökologischeren Fußabdruck haben. Aber ich finde, dass Menschen dort leben sollten können, wo sie das wollen. Und gerade auf dem Land gibt es gute Ansätze, wie man auch ökologisch leben kann. Es gibt zum Beispiel Ökodörfer, die sich in der Initiative global zusammengeschlossen haben, wo die Eco-Villages heißt. Und diese Ökodörfer, die bauen ihr Gemüse, ihr Essen direkt vor Ort ökologisch an. Die produzieren die Energie vor Ort mit Solar- und Photovoltaikanlagen. Und diese Ökodörfer zum Beispiel sind ein Ansatz, wie man dafür sorgen kann, dass Dörfer sich entwickeln, dass da Gemeinschaft gefördert wird und eben auch zukunftsträchtig diese Regionen dahingehend gestärkt werden, dass die unabhängig von äußeren Faktoren eben in ihrer Energie, in ihrer Lebensmittelversorgung autark sind. Und ich glaube, das ist eine große Stärke, wenn wir das fördern können, dass Regionen sich eben dahingehend entwickeln. Georg, wenn man jetzt was aus Jugendsicht sieht, wenn du dich vielleicht noch in deine etwas jüngeren Jahre zurückversetzt, was könntest du dir vorstellen? Welche Angebote auf dem Land würden die Attraktivität steigern für dich, als junger Mensch auf dem Land zu leben? Und wie verglichen mit dem Status quo gibt es diese Angebote auch tatsächlich derzeit? Also wenn es in Ordnung ist, würde ich noch ganz kurz auf die vorige Frage eingehen, die du an Laura gestellt hast. Nämlich, ich finde, es ist nämlich keine ökonomische Frage, sondern es geht tatsächlich darum, gleichwertige Lebensbedingungen überall herzustellen, was übrigens auch im Grundgesetz steht. Und da spielt oder da ist die Ökonomie tatsächlich nicht im Vordergrund, sondern da geht es darum, tatsächlich Leute, die irgendwie keine Möglichkeiten mehr haben einzukaufen oder die keine Jugendangebote haben etc., denen tatsächlich auch ein Leben zu bescheren, was andere auch haben. So, und die Frage war zu den Jugendangeboten, was ich mir als junger Mensch hätte vorstellen können. Okay. Ich habe tatsächlich mal gelesen, dass eine ganz wichtige Frage ist, für junge Menschen zu entscheiden, vor Ort zu bleiben, dass es auch andere junge Menschen vor Ort gibt. Das heißt, also wenn ich einen Freundes-, Bekanntenkreis irgendwie habe, ist es für mich deutlich attraktiver, auch vor Ort zu bleiben. So, dann ist natürlich die Frage, okay, was kann man nun tatsächlich tun, damit viele junge Menschen vor Ort bleiben? Und da gehören eindeutig Jugendangebote dazu. Das hat Rot-Rot-Grün auch gefördert, mehr Geld reingesteckt in Jugendangebote, auch im ländlichen Raum. Und für uns als Linksjugend ist es tatsächlich noch ein entscheidender Punkt zu sagen, dass wir selbstverwaltete Freiräume stärken wollen. Das heißt, wo sich junge Menschen einbringen können, mit ihren Ideen mitgestalten können und dann einfach vor Ort einen Platz haben, wo sie machen können, was sie auch immer wollen. Ja, ich glaube, wir brauchen auch mehr kulturelles Angebot im ländlichen Raum. In der Region Saalfeld-Sonneburg zum Beispiel gab es da schon gute Ansätze in den letzten Jahren. Deswegen wollen wir als Grüne Regionen dabei stärken, Kulturentwicklungskonzeptionen zu entwerfen und eben ein Modell für die Region zu erarbeiten. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, sind eben, was du gerade angesprochen hattest, andere Jugendliche. Das sind vor allem auch queere Jugendliche, also Jugendliche, die sich nicht mehr in diesen als männlich-weiblich definieren oder sexuelle Vielfalt leben. Und gerade viele Studien zeigen, dass queere Jugendliche eben im ländlichen Raum so gut wie gar kein Angebot haben, auch wenig Gleichgesinnte haben. Und das Landesprogramm für Akzeptanz und Vielfalt widmet dem ein ganzes Kapitel. Dafür möchte ich mich in der Legislatur auch stark machen, dass wir eben dafür sorgen, dass es zum Beispiel mobile Beratungsangebote geben, wo Jugendliche auch in Dörfern eben Beratung vorfinden, dass wir aber auch dafür sorgen, dass es Kampagnen gibt, die für Akzeptanz, für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt im ländlichen Raum werben, weil gerade auf Dörfern eben noch dieses Bild einer traditionellen Familie total wirkmächtig ist und das für viele Jugendliche auch einengend ist. Und ich glaube, dass wir da im ländlichen Raum für Vielfalt und Akzeptanz sorgen, ist ein ganz
wichtiger Grund, die auch attraktiver zu gestalten und damit Leute eben dort bleiben und länger leben möchten. Auch eine wichtige Rolle, wenn es um ländliche Räume spielt, ist ja die Demokratieförderung. Also sprich nicht nur in den Städten politische Bildung, Seminare, Veranstaltungen und so weiter zu haben, sondern auch im ländlichen Raum. Man hat den Eindruck, oder auch neulich Leute, die auf dem Land leben, mit denen ich gesprochen habe, die hatten nicht unbedingt den Eindruck, dass die politische Bildung zu ihnen kommt. Die hatten nicht unbedingt den Eindruck, dass die auf dem Land gut damit versorgt ist, mit Angeboten eben zur politischen Information. Habt ihr da Pläne, das auszubauen, oder wie geht ihr mit diesen Erfahrungen um, die es offensichtlich gibt? Also ich meine, wir erleben das ja gerade, dass antidemokratische Kräfte am Erstarken, am Zunehmen sind und dass sich davon viel auch im ländlichen Raum abspielt. Also ist natürlich die Aussage, dass wir dort mehr investieren müssen, also nicht nur finanziell, sondern vor allem auch Leidenschaft, Engagement. Und ich glaube, es gibt coole Projekte im ländlichen Raum, zum Beispiel, wenn ich in Pößneck was erwähnen darf, da gibt es die alternativen Freiräume. Die machen auch viel mit Jugendlichen zusammen und versuchen dort in einer gewissen Weise ein Demokratieprojekt auch, naja, ein alternatives Demokratieprojekt zu fördern, und das ist sehr cool und die haben auch damit sehr viel Erfolg. Kommen wir noch auf die Wirtschaft im ländlichen Raum zu sprechen. Es ist jetzt immer schon mal durchgeklungen, es gibt eine große Stadtflucht, Flucht aus dem Land weg in die Städte. Dadurch leiden natürlich auch die Betriebe, gerade kleine Betriebe, in ländlichen Räumen. Wie wollt ihr die stärken? Wie wollt ihr dafür sorgen, dass diese Betriebe weiterhin existieren können und überleben können? Trotz der demografischen Entwicklung, die es offensichtlich gibt. Die gibt es. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich die Anbindung von den Städten an den ländlichen Raum. Das heißt, dass dort eine stärkere Verknüpfung stattfindet. Das kann einerseits über das Thema Mobilität stattfinden, aber auch, dass Forschungsinstitute, Hochschulen etc. mehr mit den regionalen Akteuren kooperieren. Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Und zur Frage der Demografieentwicklung. Da findet tatsächlich ein großer Unterschied zwischen den Städten und dem ländlichen Raum statt. Inwiefern man das aufhalten oder umkehren kann, ist, glaube ich, immer ein bisschen schwierig. Was sich zumindest in den letzten Jahren abzeichnet, dass zumindest nach Thüringen wieder mehr Leute zurückkommen als auswandern. Und ein Bekannter von mir sagt das immer ganz schön, die Leute, die im ländlichen Raum wohnen, die werden eigentlich nicht gezwungen dazu, sondern die machen das aus einer freien Entscheidung heraus, weil dort Mieten günstiger sind, weil es dort mehr Platz gibt, weil die Bindung zur Natur näher ist. Und ich glaube, dass es viele Vorteile auch hat und deswegen auch eine gewisse Attraktivität. Ich glaube, ganz zentral ist in dem Sinne auch, dass wir den Breitbandausbau weiter voranbringen. Wir wollen da als Grüne für eine effektive Koordinierung auf Landesebene sorgen, damit eben Synergieeffekte genutzt werden können, weil man immer wieder diese Beispiele hört von Unternehmen, die irgendwie mit dem USB-Stick in die nächste Stadt fahren müssen, und das ist einfach fürs Jahr 2019 mega bitter. Also da muss was passieren, damit Unternehmen die nötige Infrastruktur vorfinden. Und gerade von Landesebene sollten wir auch dahingehend Unternehmen fördern, dass die zum Beispiel, wenn sie ihre Prozesse ökologisch umstellen wollen, dass es da bestimmte Förderprogramme gibt, die das unterstützen, die gerade, vielleicht kann man auch den Aspekt drauf legen, im ländlichen Raum Unternehmen, die da neue Ansätze gehen und irgendwie Regionen verbinden, nochmal eine extra Förderung erhalten. Das würde ich auf jeden Fall mich stark für machen, das zu prüfen, weil das Beste ist, wenn Menschen dort arbeiten können, wo sie leben können. Das verkürzt auch Verkehrswege und es ist insgesamt auch gut fürs Klima. Deswegen sind regionale Wirtschaftskreisläufe eine gute Sache. Ich habe jetzt viele Programme, viele Pläne von euch gehört, viele Konzepte, wie man Sachen anbindet, wie man Institutionen miteinander vernetzt. Georg, kannst du mir vielleicht nochmal zum Abschluss nochmal deutlich machen, was die Linke konkret jetzt von den Grünen unterscheidet, was euer spezieller Schwerpunkt ist bei der Förderung von ländlichen Räumen, wieso man euch wählen sollte, wenn man eine Aufwertung der ländlichen Räume haben will? Ja, also ich glaube, ein ganz zentraler Punkt ist, wenn man irgendwie schaut, wo liegen die Probleme im ländlichen Raum, ich glaube, dann kommt man im Zweifel immer irgendwann zu dem Punkt, wo man sagt, dass der Markt eigentlich versagt. Also das heißt, wenn es in der kleinen Gemeinde, in dem kleinen Ort zum Beispiel keine Supermärkte mehr gibt, da sagen einfach die privaten Anbieter,
das rentiert sich für sie ökonomisch nicht. Sie ziehen sich zurück. Genauso mit Wirtshäusern, kulturellen Angeboten etc. Und ich glaube, wir als Linke sagen da, es findet ein Marktversagen statt und wir müssen dort als Staat viel stärker regulieren, viel mehr Geld reinbringen. Und ich glaube, dass sich da die Grünen nicht so sehr auf den Staat stützen. Jetzt möchte ich dir noch kurz die Gelegenheit geben, darauf zu antworten. Ich glaube, es gibt tatsächlich Bereiche, wo die Lösung gar nicht in Markt oder in Staat liegt, sondern dazwischen, dass Gemeinschaften und Menschen sich eigenwirtschaftlich organisieren. Und das wollen wir als Grüne auf jeden Fall stärken, zum Beispiel indem wir Dorfgemeinschaftshäuser ermöglichen, die den Ortskern revitalisieren, wo es zum Beispiel eine Post geben kann oder einen kleinen Laden, aber auch wo halt Engagement möglich ist. Und ich glaube, dass Menschen gerade auf dem Land die Gemeinschaft noch stärker leben und das sollten wir nutzen, um gute Investitionen in die Zukunft oder gutes Leben in der Zukunft dort zu ermöglichen. Und ob vielleicht noch andere Parteien weitere Pläne, weitere Ideen, vielleicht auch ganz neue Ansätze haben, wenn es um die Förderung der ländlichen Räume geht, das seht ihr jetzt im Kurzüberblick. Für einen starken, zukunftsfähigen ländlichen Raum sind der CDU drei Dinge wichtig. Das erste ist, wir brauchen mehr Geld für Gemeinden, damit Jugendarbeit und Ehrenamt gefördert werden kann. Das zweite ist, wir müssen sicherstellen, dass Schulen wohnortnah bleiben. Kurze Beine, kurze Wege ist da das Prinzip. Und dann geht es darum, dass bessere Mobilität gerade für junge Menschen da ist. Wir wollen beispielsweise ein Modellprojekt Nightliner, damit ihr auch beispielsweise am Freitag und am Samstag von Veranstaltungen gut nach Hause und zurückkommt. Und das sind drei wichtige Dinge, für die wir uns einsetzen. Für uns heißt den ländlichen Raum stärken, gemeinsam wachsen. Wir setzen uns dafür ein, dass Gemeinden freiwillig Zusammenschlüsse organisieren können. Wir wollen keine starre Regelung von oben herab. Wir möchten den Breitbandausbau im ländlichen Raum stärken und dazu einen Digitalpakt für Thüringen verabschieden. Wir möchten Mobilität im ganz Thüringen ermöglichen durch einen einheitlichen Verkehrsbund in Thüringen. Unsere Wege müssen sich kreuzen und wir müssen zusammenarbeiten, sowohl im Land als auch auf dem Land. Als junger Mensch bin ich wieder in den ländlichen Raum zurückgezogen. Leider ist es immer noch eine kleine Minderheit, die das überzeugt tut. Warum? Weil der ländliche Raum noch nicht attraktiv genug ist. Wir müssen dafür sorgen, dass es genügend Kindergärten, dass es genügend Schulen in den ländlichen Räumen gibt, aber auch, dass gute Arbeit vorherrscht, dass Mobilität da ist. Alles das sind Fragen, die wir in den nächsten 5 Jahren im Thüringer Landtag nicht nur stellen, sondern beantworten müssen. Was euch am meisten überzeugt hat, das liegt an euch. Hauptsache, ihr geht am 27. Oktober wählen bei der Landtagswahl in Thüringen. Ihr könnt auch gerne noch unsere weiteren Videos zu den verschiedensten Themen, die unsere Generation bei dieser Wahl bewegen, anschauen. Und ansonsten bis dahin, ciao.